Prawie 60 lat temu między Moskwą i Waszyngtonem uruchomiono czerwony telefon. W czasie zimnej wojny miał on ułatwiać komunikację między ZSRR i USA. Najprościej rzecz mówiąc, chodziło o to, żeby przywódcy supermocarstw mieli możliwość, by zapobiec wojnie atomowej. W istocie nie był to jednak ani telefon, ani nie był czerwony. Wenn ich jetzt eine Nachricht schicken wollte, dann wurden die Nachrichten vorher auf diese Lochstreifen geschrieben. Hier wird der Text so übertragen, wie er eingegeben wird. Er wird jetzt also von dem Gerät nicht nochmal chiffriert. Sie sind natürlich vorher chiffriert worden. Also auf dem Streifen ist eine chiffrierte Nachricht gelandet, die dann übertragen wurde und auf der anderen Seite auch wieder dechiffriert wurde. Und es sind immer Nachrichten in beiden Sprachen übertragen worden, Russisch und Englisch. Und dann wurde der russische Text ins Englische übersetzt. Tu w nowo otwartym berlińskim Muzeum Zimnej Wojny nie tylko tak zwany czerwony telefon przywołuje skojarzenia z teraźniejszością. Również rakieta S-75 za mną może niektórym kojarzyć się z systemem Patriot, o którym tak głośno ostatnio na linii Warszawa-Berlin. Der Kalte Krieg, mit dem wir uns auch hier in dem Museum befassen, war ein ideologischer Systemkonflikt zwischen zwei Systemen, zwischen Kapitalismus und Kommunismus, der alle Lebensbereiche der Menschen geprägt hat. Alltag, Kunst, Kultur, Politik. Und das unterscheidet diesen Kalten Krieg eben sehr deutlich von dem Konflikt, den wir heute erleben. Es gibt Menschen, die sammeln auch solches Kriegsgerät oder eben andere Sachen wie die Bestände, die wir hier zum Thema Raumfahrt haben oder zum Thema Spionage. In dem Fall konnten wir das erwerben. Es hat mehrere 10.000 Euro gekostet. Das durchgeht jetzt, macht mich heute so verrückt, nachzudenken, dass wir nichts gelernt haben aus diesen Verbrechen. Und Kinder sind die Unschuldigsten. Die Welt hat sich so schnell verändert und man hat so schnell vergessen. Und sind heute wieder Menschen bereit, Verführern nachzugehen, zu hetzen, zu Hass zu haben. Wszystko tu jest interaktywne i cyfrowe. Każdą rzecz, każdą tablicę można scrollować i klikać. Wir wollen natürlich versuchen, auch die junge Generation zu erreichen, die eben nicht in der Zeit des Kalten Kriegs leben musste und natürlich keine Berührungspunkte hat und heute die Chance hat, mit ihren Eltern, mit den Großeltern als Zeitzeugen in das Museum zu gehen und nachher Sachen live zu erleben, indem sie sozusagen eine VR-Brille aufziehen, in die sie in die Zeit zurückversetzt werden, eine Zeitreise machen können.